Wenn Sie die Vorteile der E-Mobilität nutzen wollen, Oberklasse fahren und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, dann habe ich einen Tipp für Sie. BYD bietet mit dem Han eine 5 Meter Luxuslimousine und mit dem Tang ein Full-Size-SUV mit bis zu 7 Sitzen an. Und das auf dem absoluten Letztstand der Technik. Beide Modelle sind ident angetrieben. Zwei Motoren mit insgesamt 380 kW oder 517 PS Spitzenleistung, rund 700 Newtonmeter maximales Drehmoment und Allradantrieb lauten die Eckdaten, auf denen die automobilen Träume gebaut sind. Im BYD Han ist eine 85,4 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie verbaut. Im Tang ging sich sogar noch eine Kilowattstunde mehr aus. Beide Autos sind mit etwas über 70.000 Euro ausgepreist und das wohlbemerkt bei absoluter Vollausstattung. Für das Design der BYDs ist übrigens niemand geringerer als Wolfgang Egger zuständig. Und der hat in seiner Karriere schon einige namhafte Luxus- und Oberklassefahrzeuge designt. Und das merkt man. Die Qualität der Materialien im Innenraum und wie sie verbaut sind, ist außergewöhnlich gut. Hier wurden keine Kompromisse eingegangen, das Platz- und Komfortangebot ist erstklassig. Apropos Komfort, das integrierte Touch-Display in der Mittelarmlehne beeindruckt durch den großen Funktionsumfang. Von der Medien über die Klimasteuerung bis hin zum Panoramaschiebedach ist alles vom Rücksitz aus bedienbar. Der Tang punktet zusätzlich mit seinem durchdachten und einfach bedienbaren Sitzkonzept. Mit wenigen Handgriffen lassen sich die beiden Rücksitzreihen versenken, dann stehen weit über 1,6 Kubikmeter Laderaum zur Verfügung. Gleichzeitig darf der Allradler bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast ziehen. Besonders interessant, während BYD den kompletten Antriebsstrang von der Batterie bis zu den E-Motoren selbst herstellt, setzt man bei den Bremsen auf das Know-how der weltweit führenden Marke Brembo. Und damit kommen wir zum Kapitel Fahren. Der BYD Tang hat zwar ein Lebendgewicht von 2,5 Tonnen, beschleunigt aber dank seiner enormen Motorleistung in 4,6 Sekunden von 0 auf 100. Die WLTP-Reichweite, die liegt irgendwo bei 400 Kilometer. Dank 120 kW DC-Ladeleistung sind beide Modelle in einer halben Stunde wieder von 30 auf 80% geladen. Der BYD Han ist wegen seiner günstigeren Aerodynamik und des etwas geringeren Gewichts ein wenig dynamischer und er beschleunigt von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden. Mein Tipp an Sie, überzeugen Sie sich selbst von diesen beiden außergewöhnlich interessanten Elektroautos. Am besten bei einer Probefahrt im Autohaus Slavicek oder ganz neu am BYD-Stand im Citycenter am Stetten.